Epikurs praktische Philosophie ist eine ausgearbeitete Lebenskunst. Er ist der Philosoph der Heiterkeit. Dieser Philosoph schätzte die kleinen Freuden des Lebens und tat nichts lieber, als sich in der Gemeinschaft seiner Freunde aufzuhalten. Seine Lebensphilosophie inspirierte unzählige Menschen zum bewussten Lebenswandel. Ein Epikureer kostet seine Lebenszeit aus. Er bringt den einfachen Freuden des Lebens Wertschätzung entgegen. Er vereint sich mit Gleichgesinnten und führt auch in stürmischen und schmerzhaften Zeiten ein heiteres Leben. Epikur war davon überzeugt, dass wir unser Glück selbst herstellen können. Wir brauchen nicht auf das Schicksal zu hoffen, um glücklich zu sein. Der Lebenskönner braucht dazu nicht viel. Ängste und Sorgen müsse er vertreiben und seine Wünsche müsse er mäßigen. In der Bedürfnislosigkeit wird er entdecken, dass es leicht ist, freudig und in Heiterkeit zu leben. So gut wie alle Bücher seiner Lehre, es waren wohl mehr als 37, sind verloren. Neben einigen Briefen aus der Hand des Meisters besitzen wir viele einprägsame Merksätze. Epikur hat Wert darauf gelegt, dass jedermann seine Lehre verstand. Der Weg zum Glück stehe jedem offen. In diesem Geist haben seine Jünger die Lehre über die Jahrhunderte immer wieder in leicht einprägsame Sprüche gekürzt. Einer dieser vielen Merksätze ist das sogenannte vierfache Heilmittel, welcher die vier wesentlichen Aussagen der epikureischen Lebensphilosophie so zusammenfasst. Die Götter kümmern sich nicht um uns. Der Tod bedeutet nichts für uns. Was wirklich gut ist, ist leicht zu erlangen. Was schlecht ist, ist leicht zu ertragen. Epikurs Lebensphilosophie stellt die Freude, die Heiterkeit und die Freundschaft in den Mittelpunkt eines gelungenen Lebens. Das Leben, lehrt Epikur, ist ein freudebringendes Geschenk. Er rät jedem, sich auf die Freuden des Lebens zu konzentrieren. Diese Freuden sind allen Menschen zugänglich und als Gleichgesinnte sollen sich alle Menschen diese Freuden in Freundschaft gönnen. Sorge und Ängste sind bloße Übel, die den Blick auf die Freude versperren. Man kann sie leicht tilgen. Der Schmerz ist nicht von Dauer. Und wenn er stark ist, dann dauert er nicht lange. Im Alter von etwa 30 Jahren gründete Epikur mit Hilfe von Spendengeldern eine Schule. In Athen erwarb er ein Grundstück mitsamt Haus und einem weitläufigen Garten. Dieser Garten gab der Schule den Namen, der Kepos. Auf diesem Grundstück gründete er eine Gemeinschaft, die auf seiner Philosophie fußte. Diese Gemeinschaft lebte miteinander. Sie verbrachten die Tage gemeinsam, pflanzten Gemüse, aßen, lachten und feierten Feste. Einige dieser Gemeinschaft schliefen und wohnten auf dem Gelände des Gartens. Andere kamen regelmäßig zu Besuch, arbeiteten mit und besuchten ihre Freunde. In Athen hießen diese Leute nur die aus dem Garten. Solch eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, die in Freundschaft und Verbundenheit für ihren Lebensunterhalt selbst sorgt und sich nach einer Philosophie ausrichtet, so etwas gibt es heutzutage etwa in Indien, wo sie Ashram heißen, oder in Israel, wo sie Kibbutz genannt werden. Auch in Deutschland gibt es seit etwa 50 Jahren verschiedenste alternative Wohn- und Lebensprojekte. Sie heißen zum Beispiel Kommunen. Die ersten Mitglieder der Leute aus dem Garten waren jedenfalls Epikurs Bruder und dessen Frau sowie sein Sklave. Einige Jahre nach der Gründung des Gartens verkehrten dort täglich schon mehrere Dutzend Menschen, darunter Adelige und Handwerker, Männer und Frauen, Junggesellen, Prostituierte, Sklaven und Freie, Athener und Metöken. Metöken hießen die freien Einwohner in Athen, die als Einwanderer in die Stadt kamen, keine Bürgerrechte hatten, aber geduldet waren und meist Handel trieben. Epikurs Garten vereinte Menschen aus allen Klassen, Schichten und Ständen. Und noch mehr. Die Idee Epikurs verbreitete sich über Hörensagen und Briefwechsel, über die Handelswege, bald weit über die Grenzen Athens hinaus. Auch anderswo wuchsen solche Lebensgemeinschaften, die sich auf die Philosophie Epikurs bezogen. Freude suchen, Angst vermeiden, in Freundschaft leben. Noch zu Epikurs Lebzeiten waren diese Epikureer eine Gruppe von nicht zu verachtender Größe. In einem Briefwechsel zwischen Zeitgenossen heißt es, dass Epikur bereits mehr Anhänger habe als Athen Einwohner. Epikurs Garten war das Objekt des Stadtgesprächs,
des Klatsches und des Tratschens. In den adeligen und politisch einflussreichen konservativen Kreisen Athens hatte die Gartengemeinschaft großen Unmut und feurige Empörung erregt. Freundschaften zwischen Bürgern und Metöken, das war schon irritierend. Aber Freundschaften zwischen Männern und Frauen, das war sittenwidrig. Aber Freundschaften zwischen Freien und Sklaven, das war undenkbar. Noch Platon, der etwa im Vergleich zu Aristoteles progressiv dachte, empfahl in einem Buch über die Gesetze, dass man Sklaven am besten halten kann, wenn man sie nach Muttersprache auswählt. Wenn sich die Sklaven untereinander nicht verstehen können, dann könne man sie eben am besten unter Kontrolle halten. Die Ideen von Freundschaft, die Epikur lehrte, überschritten in den Augen der Athener eine moralische Grenze. So etwas darf man nicht dulden. Und dann setzte Epikur der Empörung der stolzen Athener noch die Krone dadurch auf, dass er lehrte, das politische Leben und die Politik sollte man meiden. Der ganze Zank und die ständige Beunruhigung in der Politik, das wäre schlecht für ein glückliches Leben. Besser sei es für jedermann, zurückgezogen sein Leben zu genießen und ein Privatmann zu sein. Die epikureische Lebensart und die Philosophie, die sie verkörpert, sie wurde quittiert mit Verleumdungen und Hetzkampagnen gegen Epikur und seine Jünger. Durch Rufmord versuchte man, die Gemeinschaften aufzulösen und so den Sittenverfall zu verhindern. Es wurden Gerüchte gestreut, dass Epikur und alle seine engsten Vertrauten täglich jeder eine Prostituierte für sich habe, diese aber auch manchmal tauschen würden und sonst auch nichts als nimmersatte Ziegenböcke seien. Ein anderes Mal hieß es, Epikur bringe sich dreimal am Tag selber zum Erbrechen, sodass er Platz für neues Essen habe. Er sei ein maßloser Schlemmer, ein Völlerer und ein sittenloser Nimmersatt. Über die aus dem Garten sagte man, sie wären doch alle von morgens bis abends betrunken und würden alle miteinander rummachen. Man nannte sie wörtlich die Schweinebande. Ein Philosoph aus der stoischen Schule brachte 30 anzügliche Briefe mit Lobpreisungen der ausgefallensten Perversionen in Umlauf und zeichnete sie in Epikurs Namen. Das hatte Wirkung. Auf der Insel Kreta bewirkte diese Kampagne, dass die Regierung die epikureische Gemeinde mit Soldaten räumen ließ. Die Gefangenen bestrich man mit Honig und setzte sie den Insekten aus. Würden sie versuchen, die Gemeinde zu reaktivieren, so drohte man ihnen, würde man sie in Frauenkleidern die Klippen herunterwerfen. Bis auf unsere Zeit ist der Blick auf die Philosophie von Epikur verzerrt durch die Nachwirkungen dieser Missgunst. Vorurteile gegen Epikurs Philosophie werden typischerweise von denen gepflegt, die körperlichen Genüsse, das Speisen, die Erotik, den Schlaf und die Gymnastik abschätzig behandeln oder sie gar als minderwertig abstempeln und die Religion, die Askese und die Disziplin hochachten. Epikurs intellektuelle Gegner waren in der Antike vornehmlich die Stoiker. Später waren es die Philosophen aus der katholischen Kirche, welche den schlechten Namen Epikurs begründeten. Diese stoisch-katholische Allianz führt aber in die Irre. Wer Epikur als Fürsprecher von Maßlosigkeit und Wollust bezeichnet, der hat noch nie eine Seite von ihm selber gelesen. Bei aller Verleumdung und allem Missverständnis, das Epikur und den Epikureern entgegenschlug, hat ihre Lebensart über die Jahrhunderte doch zahlreiche Anhänger gefunden. Ein besonders ungewöhnliches Mittel, um die Lehre von Epikur zu verbreiten, fand man im Jahr 1884 bei Ausgrabungen in der Türkei, auf dem Gebiet der antiken Stadt Oinoanda. Im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, also 400 Jahre nach der Geburt von Epikur, kaufte ein reicher Herr, Diogenes von Oinoanda, in der Nähe des Marktplatzes einen Hügel. Darauf ließ er eine Säulenhalle errichten. In die Steine der Säulenhalle ließ er Epikurs Lehre über den Kosmos und seine praktische Philosophie meißeln. Seine eigenen Anmerkungen zur Lehre des Meisters ließ er gleich dazu meißeln. Die Überreste dieser Halle bilden den größten Fund an philosophischen Inschriften in Steinen, den es gibt. Bemerkenswert ist die Inschrift auf dem Giebel des Säulenganges, die über 100 Meter lang ist und eine Zusammenfassung des epikureischen Denkens bietet. Diese Inschrift beginnt so: Mein Leben neigt sich dem Ende zu und ich will nicht scheiden, ohne eine Hymne auf Epikur gesungen zu haben, für das Glück, das ich durch seine Lehre erfahren habe. Ich möchte der Nachwelt diese Botschaft weitergeben. Durch die Aufteilung der Erde hat jedes Volk ein anderes Vaterland. Aber die bewohnte Welt bietet allen Menschen, die zur Freundschaft fähig sind, ein einziges gemeinsames Zuhause, die Erde. Dies ist sicherlich die schönste völkerverbindende Botschaft,
die uns aus der Antike erreicht hat. Als Epikur geboren wurde, war Platon bereits einige Jahre lang tot. Er kam in einer attischen Kolonie auf der Insel Samos zur Welt und war das fünfte Kind der Kairistrate und des Neokles. Sein Vater hatte 10 Jahre zuvor als einer von 1000 anderen Athener Bürgern die Erlaubnis bekommen, einen landwirtschaftlichen Betrieb auf der Insel Samos zu übernehmen. Die Menschen, die ursprünglich dort lebten, hatte man vertrieben. Die Gemeinde, in der er aufwuchs, war traditionell attisch geprägt. Mit 12 Jahren soll Epikur sein erstes philosophisches Problem erkannt haben, das Problem des Chaos bei Hesiod. Er soll auch die öffentliche Schule besucht haben, allerdings solle er es da nur einen Tag lang ausgehalten haben. Als der junge Epikur den Lehrer nach einer Erklärung fragte, antwortete dieser, dass die geforderte Erklärung nur die Philosophen geben könnten. Da soll Epikur aufgestanden sein, um den Unterricht zu verlassen. Er ging aus dem Raum mit den Worten, dass er dann lieber gleich zu den Philosophen gehe, anstatt dem Lehrer weiter zuzuhören. Mit 18 ging er nach Athen, um den Militärdienst zu leisten. Die Jahre in Athen nutzte er auch, um bei den dortigen Philosophen zu lernen. Wahrscheinlich hat er in Platons Akademie gesessen. Auch wird er Aristoteles zugehört haben, und zwar höchstpersönlich. Sie waren Zeitgenossen. Aristoteles war 43 Jahre älter als Epikur. Es ist aber nichts bekannt über den Austausch zwischen ihm und den attischen Philosophen. Epikur war bekannt dafür, dass er für solche hochgestochenen Philosophien, wie sie in der Akademie und im Peripatos gelehrt wurden, kein freundliches Wort übrig hatte. Den einfachen Menschen gegenüber trat er stets sanft und nachsichtig auf. Nach seinen Studien und dem Militärdienst kehrte Epikur nach Samos zurück, fand aber seine Familie nicht mehr vor. Die Ureinwohner des Landes, die für die Kolonie vertrieben wurden, hatten sich mit der Hilfe makedonischer Truppen das Land zurückgeholt. Die Familie lebte nun in einer Kleinstadt in der ionischen Provinz. Mit über 30 Jahren kehrte Epikur, mittlerweile gereift zu einem Philosophen mit eigener Weltanschauung, nach Athen zurück. Mit Spenden etablierte er dort seine Gemeinschaftsidee. Es heißt, dass die Menschen in seinen Garten eingeladen wurden mit den Worten: Freund, das ist ein guter Ort. Hier wird nichts mehr verehrt als das Glück. Hier lebte und wirkte Epikur bis zu seinem Tod im Jahre 271 vor Christus. Uns ist bekannt, dass er mit starken Schmerzen, verursacht durch ein Leiden an den Nieren, verschied. In der Stunde seines Todes umgab er sich mit seinen Freunden im Garten. Friedvoll trank er sein letztes Glas Wein, saß in einer Badewanne und genoss sein Glück. Auf dem Gelände des Gartens wurde er dann beigesetzt. Seine Philosophie der Freude, gegen die Angst und für die Wertschätzung der Freundschaft berührte einen Nerv der Zeit. Epikur und seine Zeitgenossen haben den rapiden Zerfall der kulturellen und politischen Ordnung Griechenlands erlebt. Athen, noch zu Sokrates' Zeiten die politische und kulturelle Supermacht, hatte sich zwar vom Diktat Spartas freigemacht, aber zu alter Größe kehrte es nie wieder zurück. Der neue Player im Spiel der Supermächte war das Königreich Makedonien. König Philipps Truppen taktierten geschickt, nahmen mehr und mehr Ländereien ein und rissen mehr und mehr Einfluss an sich. Auch gegen die Koalition der Hellenen setzte sich Makedonien durch. Es schlug die Athener und ihre Verbündeten vernichtend. Fortan fiel der Oberbefehl, die Herrschaft und das Imperium über den gesamten Mittelmeerraum an das makedonische Königshaus. Als Philipps Sohn Alexander den Thron besteigt, war die Herrschaft im Reich so stark gesichert, dass Alexander sich entschließt, das Reich nach Osten hin auszudehnen. Alexanders Eroberungen im Osten breitete die griechisch-makedonische Kultur in die ganze Welt aus. Verwaltungsbezirke gab es nun in Ägypten, in Judäa, in Kleinasien, in den uralten Siedlungsgebieten der Perser, in den Steppen- und Gebirgsregionen Zentralasiens und im heutigen Pakistan. Es waren Griechen, die in den eroberten Regionen die Verwaltungsbeamten und Lehrer stellten. Die griechische Kultur wird diese Weltregion noch über Jahrhunderte hin prägen. Auf dem Gebiet des heutigen Afghanistan etwa entstanden Siedlungen, in denen Griechisch die Sprache der Oberschicht ist, aber mit Buddhismus als Religion des Volkes. Und noch heute erkennt man im Himalaya-Staat Kaschmir die Nachfahren der Soldaten des makedonischen Königs Alexanders an ihrem Aussehen,
Sie sehen griechisch aus. Alexanders Ruhm brachte ihm den Beinamen der Große ein, aber seine Herrschaft währte nicht lange. Nach den Jahren der Feldzüge wurde er todkrank und verstarb plötzlich und unerwartet, während er in der Stadt Babylon Hof hielt. Da er keine Nachkommen gezeugt und in seiner Arroganz niemanden als Nachfolger der Krone benannt hatte, rissen sich vier seiner Generäle das Gigantenreich unter die Nägel. Ihre Vierteilung des Riesenreichs geriet aber zur politischen Katastrophe. Sofort begannen die Truppen gegeneinander Krieg zu führen, um ihr Stück aus dem Kuchen Makedoniens noch größer zu machen. Damit begann ein neues Zeitalter. Diese Kriege um Land, Einfluss und Macht nach Alexanders Tod stürzten sein Reich in Chaos. Ganze 300 Jahre wird es dauern, bis die Reiche auf dem Gebiet des alten Mesopotamien und in Zentralasien wieder dauerhaft befriedet werden. Der Mittelmeerraum wird während dieser langen Periode immer wieder Schauplatz vieler Gebietsansprüche werden. Im Westen, in Italien, wächst langsam die Riesenmacht Rom heran, welche in einem Zeitraum von 200 Jahren ihre Stellung zum neuen Imperium über das Mittelmeer ausbreiten wird. Als Alexander der Große stirbt, ist Epikur 18 Jahre alt und weilt in Athen. Epikur erlebt also ganz bewusst die Auswirkungen des Zerfalls vom makedonischen Großreich. Die politischen Herrschaftsverhältnisse werden labil. Nirgendwo in der Welt kann man sich noch auf die politische Ordnung verlassen. Man geht zu Bett im Königreich A und wacht im Königreich B wieder auf. Grenzen verschieben sich monatlich. Wem man im nächsten Monat die Steuern zahlt, das kann man heute noch nicht sagen. Die Kriege im instabilen Reich führen zu Vertreibungen. Ungezählt viele Menschen werden heimatlos. Die Schifffahrtsrouten, die Handelswege und die Karawanenstraßen sind gut ausgebaut. Die Menschen sind innerhalb des Riesenreiches sehr mobil, wenn sie müssen. Es entstehen nie gesehene Flüchtlingsströme. Athens Streitmacht ist seit der Niederlage gegen Makedonien unfähig, diesen Entwicklungen starke Grenzen und militärische Präsenz entgegenzusetzen. Athen als Stadt ist natürlich ein gutes Fleckchen Erde. Viele Wanderer machen sich auf den Weg dahin. Der Handel hat immer schon Fremde nach Athen gebracht. Nun ist es aber der Krieg und die Migration. In ganz Griechenland kommen Siedler aus dem Osten an. Sie wollen neu anfangen. Sie kommen, um zu bleiben. So mehren sich auf den Straßen Athens die Fremdsprachen und es beginnt eine Zeit der sozialen Unruhe. Auf den Straßen hört man fremde Zunge, kommt in Kontakt mit fremden Bräuchen. Man ist umgeben von Menschen, die andere Werte haben, anders erzogen sind, andere Götter verehren, anders leben. Auf dem Markt, der Agora, dem zentralen öffentlichen Platz, ist man plötzlich unter Heimatlosen. Diese Entwicklungen, die im ganzen Reich dieselbe Form haben, stiften den Boden für die Auflösung der klassischen griechischen Kultur. Am Beispiel Athens kann man das klar erkennen. Athen war ja nicht einfach eine Stadt. Athen war ein Staat mit großer Tradition, ein alter Kulturverband, eine alte und gewachsene Ökonomie. Leute wie Platon und alle vor ihm kannten Athen immer nur als die behütete Heimat der Athener, die seit unvordenklicher Zeit bestand. Die adeligen Familien in Athen lebten dort in der 60. Generation und länger. Das Ganze ging so weit, dass man wirklich meinte, alle Athener würden die Kinder der Stadtgöttin Athene sein. Man duldete zwar Siedler, aber man blieb doch unter sich. Und eben diese Welt verschwand dadurch, dass Alexanders Riesenreich zerbrach. Die Athener werden durch die Einwanderung und die politischen Umbrüche auf ihrem eigenen Gebiet zu Heimatlosen. Epikur und seine Zeitgenossen erleben, dass die attische Kultur zerfällt. So wie ein Ökosystem unumkehrbar gestört werden kann, so kann auch ein System von Weltanschauungen so stark in Mitleidenschaft gezogen werden, dass es sich auflöst. Die stille Übereinkunft zwischen den Menschen über richtig und falsch beginnt dann, sich aufzulösen. Nichts ist mehr selbstverständlich. Auf den Straßen ist man unter Fremden. Das Vertrauen in die Mitmenschen leidet. Traditionen brechen auf. Die Athener werden sozusagen kulturell obdachlos. Solche Veränderungen, Kulturzerfall und Heimatverlust, die wir in der Geschichte immer wieder beobachten,
haben psychologische Effekte. Das bewusste Erleben der Auflösung von Tradition, die Öffnung von Grenzen und die Überfremdung führt zu Sorge und Angst. Die angestammte Bevölkerung fühlt sich nicht mehr heimisch, sie verlieren ihr Gefühl der Verbundenheit zu einem Ort. In Angst, Sorge und ohne Bezug zum gewohnten Alltag geraten sie in Verzweiflung und in die Krise. Sie stellen sich selbst die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ähnliche Effekte gibt es auf den Seiten der Einwanderer. Sie tragen traurige und ängstigende Erinnerungen an den Verlust ihrer Heimat mit sich und geraten in eine unbekannte soziale Gemeinschaft, die ihnen gegenüber mit Argwohn auftritt. In der sozialen Ausgrenzung wird der Heimatverlust nicht verarbeitet und begleitet die Zukunftsangst. In solchen Zeiten ziehen sich Menschen aus dem Gemeinschaftsleben zurück. Sie hinterfragen das Zusammenleben. Sorge ist immer das Symptom einer vagen Zukunft. Wer es gewohnt ist, in einem stabilen Staat zu leben, dem bereitet die Auflösung Angst. Die alten Traditionen werden zweifelhaft, weil sie offenbar nichts mehr taugen. Unsichere Menschen geraten zudem oft in Wut. Sie werden zunächst zornig über den Verlust der Tradition und über all die Neuerungen. Dann wehren sie das Neue ab. Sie werden starrsinnig und überheblich. In Zeiten der Unsicherheit und der Sinnlosigkeit, wo das Gewohnte nicht mehr gelebt werden kann, werden Menschen dann empfänglich für Spiritualität. Sie wollen den Trost von Religion und sind offen für neue Philosophien. Wenn außen nichts mehr sicher ist, dann sucht man sich einen Halt im Inneren, im Spirituellen, in den Philosophien. Epikurs Philosophie kommt den Menschen in ihren Bedürfnissen entgegen. Sie bietet ihnen ein Heilmittel gegen Sorge und Ängste. Die Idee einer Lebensgemeinschaft unter Freunden stiftet zudem die Möglichkeit, erneut eine Heimat zu finden, auch unter Fremden, und zwar im Garten. Epikurs eigene Reaktion auf die neue Zeit, auf die Krise der Kultur und die komplexere Welt ist also eine neue Philosophie. Für Epikur ist der Philosoph ein Arzt, der für die Gesundheit der Seele sorgt. Das Hauptübel, an dem die Menschen seelisch leiden, diagnostiziert er, sind bestimmte heftige seelische Erregungen, sogenannte Affekte. Die häufigsten Affekte sind Ängste und Sorgen. Dazu gehören Zukunftssorgen, Verlustängste, Todesangst, Angst vor Strafe und Vertreibung. Affekte blockieren vom Moment des Auftretens an das klare Denken und stören das innerliche Gleichgewicht. Sie beunruhigen den Menschen, weil sie bewirken, dass man nur in Fantasien lebt. Den Affekten darf man sich zum Wohle der seelischen Gesundheit nicht hingeben. Affekte hemmen uns Menschen in unserer Entfaltung und verschließen den Weg zur Heiterkeit. Zu den Affekten zählen nicht nur Sorge und Angst, auch andere Gemütslagen und seelische Erregungen ziehen unser klares Denken in den Bann und wirken sich so negativ auf unsere seelische Gesundheit aus. Zu den bekanntesten zählen übermäßiger Zorn, Bitterkeit, Groll, überwältigende Zustände von Furcht, heftige Liebe, Eifersucht, Sehnsucht, Neid oder übersteigerte Freude. Dafür Epikur der Philosoph ein Arzt ist, versteht er die Philosophie natürlich als ein Medikament. Er sagt, leer ist das Wort eines Philosophen, von dem kein Affekt eines Menschen geheilt wird. So unnütz eine Medizin ist, die kein Leiden austreibt, so unnütz ist auch eine Philosophie, die es nicht versteht, seelisches Leiden zu vertreiben. Wer seine Lehre und seine Anweisung Tag und Nacht überdenkt, so versichert Epikur, wird niemals, weder im Wachen noch im Schlafen, beunruhigt werden und wird unter den Menschen leben wie ein Gott. Das große Übel des Beladenseins mit Affekten drückt er in einer schönen Metapher aus. Das Dasein des Menschen, sagt er, gleiche einem Meer. Bald wird es stürmisch vom Wintersturm gepeitscht, bald bewegt es sich in glatter Dünung, bald aber herrsche Meeresstille. Dem aufgepeitschten Meer entspricht das durch Affekte beunruhigte Bewusstsein. Dieses Bewusstsein muss wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden. Dabei hilft die Philosophie. Das beste Gleichgewicht der Seele ist die Meeresstille. Es ist das still gewordene Dasein, frei von Schmerzen und Sorgen,
und voller Glück und Seligkeit. Diese Meeresstille des Gemüts nennt Epikur Heiterkeit. Mit dem Philosophieren soll man getrost schon in der Jugend beginnen, aber auch im Alter nicht müde davon ablassen. Denn um für seine seelische Gesundheit etwas zu tun, ist keiner zu jung oder zu alt. Und wer etwa meint, für ihn sei es zum Philosophieren noch zu früh oder schon zu spät, der könnte ebenso gut behaupten, der richtige Zeitpunkt für seine Glückseligkeit sei noch nicht da oder schon vorbei. Neben der Angst vor dem Wirken der Götter, so diagnostiziert es unser Philosophen-Seelenarzt, ist es die Angst vor dem Tod, welche die Menschen am häufigsten belastet. Einen bedeutenden Teil seiner philosophischen Tätigkeit verwandt Epikur deshalb darauf, für das Leiden der Todesangst eine Kur zu finden. Er wusste, dass andere Weisheitslehren schon eine Kur anbieten, die ewiges Leben heißt. Doch die Aussicht auf ein Leben, das ewig währt, sei es durch die Fortexistenz im Jenseits oder durch die stetige Wiedergeburt, hielt Epikur ganz und gar für unbegründet. Das wache Bewusstsein, sagt er, ist ganz stark an die Unversehrtheit des Körpers gebunden. Zerfällt der Körper, so geht auch das Bewusstsein unter. Ewiges Fortbestehen von Bewusstsein und Körper kann es also nicht geben. Es den Menschen trotzdem zu versprechen, das wäre eine absichtliche Irreführung. Seine Kur setzt nicht auf lange Dauer des Lebens, sondern darauf, dass ein Mensch lerne, die eigene Sterblichkeit anzuerkennen. Der Umstand der eigenen Sterblichkeit, die Bedrohung durch den künftigen Tod, das ist für viele Menschen der Grund dafür, dass sie das Leben als sinnlos betrachten. Menschen sagen dann typischerweise, wofür soll ich mich denn noch für irgendetwas einsetzen? Wofür soll ich mich denn begeistern? Warum soll ich denn überhaupt irgendetwas anfangen? Ich sterbe ja doch sowieso. Es ist doch alles sinnlos. Dieses schlechte Denken will Epikur grundlegend kurieren. Er benutzt dazu die Technik des Sokrates. Freund, wovor ängstigst du dich? Vor dem Tod habe ich Angst. Aber der Tod kann doch gar nicht gedacht werden. Immer wenn du an den Tod denkst, dann lebst du doch. Denn du denkst ja doch an den Tod. Du kannst dich doch gar nicht vor dem Tod fürchten. Der ist doch gar nicht da. Ich fürchte mich ja auch eher vor der Nicht-Existenz als vor dem Tod. Bist du sicher? Denk doch mal versuchsweise an die Zeit vor deiner Geburt. Also an all die ganze Zeit, die gewesen war, bevor du in die Welt gekommen bist, in welcher du nicht existiert hast. Hast du auch Furcht vor dieser Zeit? Nein, also hast du gar keine Furcht vor der Nichtexistenz. Ja, ich fürchte mich auch eher vor dem Verlust meiner Existenz. Du fürchtest also den Verlust deiner Existenz. Aber den totalen Verlust deiner Existenz, den kannst du doch niemals erfahren. Denn da, wo du bist, da ist doch immer auch deine Aufmerksamkeit, dein Denken. Wenn du alles verlieren wirst, dann wirst du auch deine Aufmerksamkeit, dein Denken verlieren. Wenn du aber an den Verlust denkst, dann bist du doch noch am Leben. Und wo du denkst und lebst, da ist der Tod nicht. Und wo der Tod sein wird, da bist du nicht. Ja, aber ich fürchte, dass ich etwas verliere, mich selber nämlich, meine Freiheit. Also fürchtest du den Verlust deiner Freiheit durch den Tod? Ja. Du fürchtest, dass du etwas Wertvolles verlierst durch den Tod? Ja, das tue ich. Aber das erlebst du doch das ganze Leben über schon. Je älter wir werden, desto eingeschränkter sind doch unsere Fähigkeiten und desto eingeschränkter wird unsere Gesundheit. Wir verlieren immer ein bisschen Freiheit. Macht dir das Angst? Ich fürchte halt, dass ich etwas verlieren werde, was mir wirklich am Herzen liegt. Ja, mein Freund, darin liegt deine Furcht begründet. Du hast gar nicht Angst vor dem Tod, sondern du hast Angst davor, etwas zu verlieren, was dir am Herzen liegt. Wie Sokrates wendet sich Epikur an jemanden, der es besonders gut zu wissen meint. Jemand, der sagt, ich fürchte mich. Er fragt,
Worin liegt denn deine Furcht vor dem Tod wirklich begründet? Die Antwort, die er dann herausbekommt, ist die: Wir fürchten uns eigentlich um uns selbst. Wir fürchten um das, was uns in unserem Leben Bedeutung gibt. Wir fürchten, dass wir das verlieren, was uns am Herzen liegt. Das, was uns Angst macht, ist der Verlust von Selbstmächtigkeit, der Verlust von Ansehen, von gesellschaftlicher Stellung und von Gesundheit. Das fürchten wir, wenn wir uns dem Tod entgegengehend denken. Die Botschaft von Epikurs Philosophie ist die: Oft ist die Angst vor dem Tod schlimmer als der Tod selber. Also nur Mut. Du kannst ihn nicht abändern. Also lebe besser und überlasse dich nicht deinen Ängsten. Lass uns also heiter sein und alle im Chor singen: Ich habe meine Furcht durchschaut. Wir werden uns weder dem Tod noch irgendeiner anderen äußeren Situation ausliefern, sondern wenn die Stunde geschlagen hat, werden wir kräftig auf das Leben spucken und auf jene, die sinnlos an ihm kleben. Wir werden aus dem Leben heraustreten mit einem schönen Lobgesang, verkündend, dass wir gut gelebt haben. Und genau hier, dass man in der Stunde seines Todes von sich sagen kann, dass man gut gelebt hat, hier kommen wir zum Kern von Epikurs Philosophie. Zu den Lüsten, den Freuden und zur Freundschaft. Lust ist in Epikurs Philosophie der Sammelbegriff für alle Freuden, die das Leben bietet. Die Lust steht im Mittelpunkt seiner Lebensphilosophie. Der ganz zentrale Lehrsatz lautet: Lust an sich ist nicht schlecht. Allein der falsche Umgang mit der Lust macht aus ihr ein Übel. Epikur plädiert immer für das Maßhalten beim Genießen. Ebenso steht er ein für eine Mäßigung und Kontrolle der eigenen Wünsche. Der ideale Zustand in Sachen Konsumieren und Begehren, das sei der Zustand der Bedürfnislosigkeit. Epikur war ein sittenstrenger Mensch, der am Abend nur wenig aß, um nicht mit vollem Magen schlafen zu gehen. In einem Brief an einen Schüler schreibt er: Mein Körper strömt über von Leichtigkeit, wenn ich von Brot und Wasser lebe. Und ich spucke auf die Freuden des prachtvollen Lebens, nicht ihrenthalben wohlgemerkt, sondern wegen der Beschwerden, die sie mit sich bringen. In einem anderen Brief bittet er einen Freund: Schicke mir kütnischen Käse, damit ich, wenn ich Lust dazu habe, einmal recht schwelgen kann. Wir sehen daraus, dass er mit seiner Philosophie der Lust nicht stopfen und saufen, abfeiern und vögeln meinte. Überhaupt lehrt Epikur: Alles in Maßen, nichts im Übermaß. Exzesse sind nur schädlich. Epikur ist kein Hedonist. Eine hedonistische Philosophie fordert dazu auf, die Freuden anzustreben und sie zu kultivieren. Epikur begrüßt jede Freude, aber er prüft sie ganz genau. Wenn wir erklären, Lust sei das Endziel, so meinen wir nicht die Lüste der Schlemmer und diejenigen, die auf dem Genuss beruhen, wie manche Unwissende, Andersdenkende und Böswillige glauben, sondern das Freisein von körperlichem Schmerz und seelischer Unruhe, erklärt er. Die Philosophie Epikurs findet die Lust in der Schmerzlosigkeit und in der völligen Beruhigung im Bereich der Seele. Schon die Abwesenheit von Schmerz, die Unbeschwertheit der Sattheit, der harmonische Zustand des Leibes, das sind für ihn Glückserlebnisse. Und dies, das Gute, ist leicht zu erlangen. Wird diese Meeresstille des Gemüts doch einmal durch Schmerz unterbrochen, dann, tröstet er, der Schmerz geht auch wieder und ist er einmal stark, so dauert er nicht lange. Jeder Genuss wurzelt nach Epikurs Ansicht in den Genüssen des Magens. Der Anfang und die Wurzel alles Guten ist die Lust des Bauches. Auch die gelehrten und hochgestochenen Dinge beziehen sich auf sie zurück. Die höchste Lebensform sieht Epikur in der Verbindung von Gesundheit des Körpers und der Ruhe des Geistes. Der römische Philosoph Seneca wird es einmal so ausdrücken: Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Auch Epikur denkt Gesundheit so. Eine gesunde Lebensart berücksichtigt den ganzen Leib in seiner Vollkommenheit: Körper, Seele und Geist. Kontrolliere, was du dir wünschst, was du begehrst und woran du Freude findest. So fordert er den Schüler auf. Kannst du nicht auch vielleicht mit weniger glücklich sein? Wenn du Pythokles reich machen willst,
so heißt es in einem Ausspruch, so vergrößere nicht seine Habe, sondern verringere seine Wünsche. Denn wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Natürlich wird der heitere Grundzustand des Gemüts täglich ein um das andere Mal von Begierden gestört und aus dem Gleichgewicht gebracht. Das macht der Hunger und der Durst, die Erregung und die Geilheit, die Kaufwünsche und die Impulse des Habens und Besitzenwollens. Begierden zu haben, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ihnen muss man nachgeben, sodass Freude aufkommt. Es kommt aber darauf an, wann man ihnen nachgibt, wie oft und auf welche Weise. Diesen Umgang mit unseren Begierden und den Freuden, die daraus entstehen, das will uns Epikur lehren. Epikur lehrt, dass es drei Arten von Wünschen gibt. Die erste Art sind die natürlichen und notwendigen Wünsche. Die Freuden, die aus diesen Wünschen entstehen, sind diejenigen, die das Überleben sichern. Zu ihnen zählen Essen, Trinken, Schlafen und sich kleiden, wenn es kalt ist. Die kluge Art, mit ihnen umzugehen, ist, so viel zu trinken, um seinen Durst zu löschen und der Jahreszeit entsprechende Kleidung zu tragen. Die zweite Art von Wünschen sind natürliche und nicht notwendige Wünsche. Hier hat man es mit Freuden zu tun, die den Sinnen angenehm sind, aber das Überflüssige darstellen. Dazu gehört, besser zu essen, besser zu trinken und so weiter. Ein schönes Nudelgericht mit Sahnesoße und Filetstücken wäre eine solche natürliche, aber nicht notwendige Freude. Können wir sie ohne allzu große Anstrengung erleben, dann soll sie uns willkommen sein. Anderenfalls verzichten wir eben. Genauso auf dem Gebiet der Künste und der schönen Gefühle. Epikur lehrt, dass man auch diese Lüste willkommen heißen darf, aber er warnt, dass sie auch schnell die Gesundheit belasten. Viel zu essen macht schlaflos und schlapp. Der Genuss von Alkohol kann abhängig machen. Das sind Beispiele für negative Auswirkungen der Genüsse, die Epikur meint. Wie ist es mit dem Sex als Vergnügen? Also nicht mit dem für die Fortpflanzung wichtigen, sondern für die schöne Sache nebenbei. Epikur schreibt einem Schüler: Ich habe vernommen, dass bei dir die Bewegung des Fleisches nach dem Genuss der Liebe besonders heftig drängt. Wenn du nun nicht den Gesetzen zuwider handelst und die gute Sitte nicht verletzt, keinen von deinen Nächsten betrübst, das Fleisch nicht aufreibst und das zum Leben Notwendige nicht verbrauchst, dann folge deinem Wunsch, wie du willst. Es ist aber undenkbar, dass du nicht an eine der genannten Schwierigkeiten stößt, denn die Liebesdinge haben noch niemals genützt. Man muss zufrieden sein, wenn sie nicht geschadet haben. Entsprechend lehrt Epikur über alles, was Lust macht. Keine Lust ist an sich ein Übel, aber das, was bestimmte Lustempfindungen erzeugt, zieht Störungen nach sich, die um ein Vielfaches größer sind als die Lustgefühle. Als Klugheitsregel gibt er in diesen Fällen an: Wir bauen sehr auf die Mäßigung. Nicht, weil wir immer darben müssen, sondern um weniger Sorgen zu haben. Die dritte Art von Wünschen sind die nicht natürlichen und nicht notwendigen Wünsche. Sie werden durch eine Meinung hervorgerufen. Hierunter fällt zum Beispiel der Wunsch nach einer goldenen Rolex-Uhr. Das ist kein notwendiges Gut. Wir wollen die Uhr gerne deshalb besitzen, weil sie in den Augen aller als Wertgegenstand gilt. Wenn es nur der Anblick wäre, der uns entzückte, dann müssten wir uns auch mit einer nachgemachten Rolex-Uhr begeistern. Die Menschheit lässt sich aber heutzutage eher vom Firmennamen als von der Qualität eines Produkts beeindrucken. Das ist weder natürlich noch notwendig. Epikur rät, in diesem Bereich besonders vorsichtig zu wählen, denn die Meinungen über Wert und Unwert, die die Menschen über die Produkte teilen, können unser Dasein so manipulieren, dass wir unser ganzes Leben dem Erwerb vermeintlich wertvoller Dinge hingeben. Hierfür aber bezahlen wir den Preis, dass wir für den Erwerb dieser Dinge seelische Energie und Lebenszeit verschwenden. Ob die viele Unlust die Lust des Kaufens aufwiegt, ob die Anstrengung zum Erwerb von Geld für das Besitzen und Zeigen der Dinge sich lohnt, das ist zweifelhaft. Diesen Wünschen nachzugeben ist nicht weise. Besser ohne Angst auf einem Lager aus Blättern, als unruhig in einem goldenen Bett schlafen.
Dies ist Epikurs Lebenskunst der Auswahl der Freuden. Die Freuden, die wir uns gönnen, sollen wir uns sorgfältig auswählen. Man solle herausfinden, welche Freuden unserer Eigenart am angemessensten und am dienlichsten sind. Hier sehen wir die alte Weisheit des Sokrates: Erkenne dich selbst. Das bedeutet, wisse, was gut für dich ist. Gehe klug mit deinen Wünschen um, sagt Epikur. Ist die Lust, die du verlangst, gesund für dich? Bewirkt sie Folgeschäden? Falls ja, verzichte möglichst. Falls nicht, dann genieße sie, mein Freund, denn das Leben kann kurz sein. Dies ist die Kur, die der Seelenarzt Epikur verschreibt. Er lehrt uns, die Lust zu gebrauchen, immer im rechten Maß, aber dann voll ausgekostet. Das macht unsere Sterblichkeit nicht wett, aber es gibt unserem Leben Tiefe und Intensität. Die Freuden, sie machen das Leben gut und schön. Die Freude in Einsamkeit genossen, ist aber selbst nicht hinreichend für ein erfüllendes Leben. Vollständig wird das Leben, wenn die Freuden in Gemeinschaft genossen werden. Aus dieser Erkenntnis heraus gibt uns Epikur Ratschläge dafür, welchen Gemeinschaften wir uns zuwenden sollten und welche wir meiden sollten. Dieser Teil seiner Lebenskunst lässt sich so zusammenfassen: Lebe im Verborgenen, meide Politik und Wirtschaft, finde Freunde. Im Unterschied zu Platon und Aristoteles und im Gegensatz zur üblichen attischen Lebensart rät Epikur von einem politischen Leben ab. Politik stifte nur zermürbende Unruhe, sagt er. Die erbitterten Kämpfe um die Meinungen der Wähler und all die anstrengenden Debatten, in denen sich Politiker gegeneinander durchsetzen müssen, das schadet der Gemütsruhe. Der politische Wettbewerb sticht aus. Die höchsten Werte dort sind Ehre, Ansehen und Macht. Stattdessen solle man sich weitgehend heraushalten, keine Ämter anstreben, ein Privatmann sein. Auch ökonomische Betätigung bringt Übel für die Seele mit sich. Das Besitzstreben, das unaufhörliche Nachdenken über die Vermehrung von Geld, Zinsen und Gewinnen, das bannt das klare Denken und legt ihm Fesseln an. Anstatt eine dauerhafte Besorgnis um Besitz und Ehrenstellung in unser Leben zu bringen, sollen wir viel besser bescheidene Ansprüche stellen. Mit anderen Worten, Ehrsucht, Herrschsucht und Habsucht, die Gemütslagen in Politik und Ökonomie, besetzen das Denken und machen den Menschen unausgeglichen. Alles in allem aber ist es für den Menschen gut, in Gemeinschaft und schlecht isoliert von anderen Menschen zu leben. Wir sollten Gleichdenkende deshalb heranziehen und uns seelisch mit ihnen verbinden. Mit ihnen zusammen können wir uns den Freuden des Lebens zuwenden und einander aus reichen Herzen beschenken. Epikur stellt sich das etwa so vor: Freundschaft wird sich von Mensch zu Mensch über die ganze Welt anstecken. Wenn wir das Wort Freundschaft mit dem Wort Liebe ersetzen, dann können wir in Epikur einen Vorläufer eines Franz von Assisi sehen. Jedenfalls zeigt uns das Vorbild Epikur, dass Freundschaft Klassen- und Standesgrenzen überwinden kann. Die Leute aus dem Garten verbanden nichts als der Wunsch nach Freude in ihrem Leben. Die beste Lebensform ist für Epikur eine Verbindung von körperlicher Gesundheit mit vollkommener seelischer Ruhe. Diese geistige Hochstimmung ist zu erzeugen durch eine kluge Auswahl der Wünsche. Die lustvolle Gemütsruhe besteht ferner aus einem schuldlosen Gewissen. Lasst von der Engstirnigkeit und den Sorgen ab. Lasst die Ehrsucht und Herrschsucht fahren. Begebt euch nicht in die Fänge der Habsucht. Lasst uns heiter sein, Freunde. Das Leben ist ein beglückendes Geschenk. Die Götter kümmern sich nicht um uns. Der Tod bedeutet nichts für uns. Was wirklich gut ist, ist leicht zu erlangen. Was schlecht ist leicht zu ertragen.